Freunde und willkommen zurück zu Dungeons 3 im Reich der Waldkönigin im letzten DLC. Nachdem wir in der letzten Folge das Clash of Gods DLC meiner Meinung nach relativ unspektakulär beendet haben. Ich habe natürlich die Karte mal ein bisschen weiterlaufen lassen, habe mal ein bisschen Zeug für uns organisiert. Also Bösartigkeit meine ich natürlich mit Zeugs, wisst ihr ja. So, wir haben außerdem mittlerweile auch Skelette bekommen, wo ich sehr froh drüber bin. Na, da. Jetzt natürlich hier keine Gefangenen mehr, aber gleich auch wieder genug Bösartigkeit. Genau, jetzt können wir die Halle der Entspannung bauen. So, die Krypta als reine Vorsichtsmaßnahme. Ich hätte gerne das hier mal zugeschüttet. Und dann würde ich mir mal hier schöne Brauerei wünschen. Auch wenn ich vermute, dass wir da entsprechend natürlich, sag schon, dass wir dann entsprechend wahrscheinlich hier hinten nochmal auf diese komischen Wichte stoßen werden. Wurzelwichte, genau so hießen sie. Sonst. Ein alter Wachraum mit Helden wurde angegraben. Okay. Wusste gar nicht, dass das geht. Also lang. Nein, selbst wenn meine Schnallerlinge sterben, mein Gott, dann sterben sie halt. Da bitte mal auf. Das Ding ist ja böse. Und ich meine, ich kann immer noch. Wir haben noch nicht mal so einen Schrein gebaut. Ich wundere, dass wir keinen Mana haben. Das war klug. Bildgenerator, ja. Schütze Stager, bla. Es ist Zahltag. Das ist mir egal. So, hat das Ding jetzt bald mal kaputt? Meine Güte, hält das viel aus. Hat echt viel ausgehalten. Holy shit. So, die beiden Sachen möchte ich natürlich auch abgebaut wissen. Da auch entsprechend schon mal zwei Braukessel einsetzen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Sehr schön. Was zu tun für unsere Kreaturen. Hier ist jetzt nichts mega Dramatisches bei. Das sollte kein Problem werden. Na, ich vermute. Oh, eine Goldader. Umso besser. Hier mal einen schönen, eine schöne kleine Schatzkammer rein. Das Ding machen wir wieder zu. Dann lassen wir wieder zu, was eigentlich mittlerweile. Ich habe noch nicht, immer noch nicht alle Schnallerlinge. Verdammt, das habe ich vergessen zu erforschen. Sollte ich mal ändern. Bei Zeiten. Allerdings brauchen wir dafür Gold. Das haben wir gerade nicht. Richtig. Gut. Damit ihr nicht so laufen müsst. Das schon mal mit. Gut. Sind alle beschäftigt. Wir haben auch nicht viel Bösartigkeit. Will ich haben. Den will ich auf jeden Fall haben. So, soll ich? Ich bin halt echt am Überlegen, ob ich nicht zumindest mal die Banshees rausschmeiße.
halt wenig Verwendung für die habe eigentlich. Aber die sind halt mittlerweile auch schon Stufe 3. Was halt nicht übel ist. So, das einmal aufbauen hier. Dann können wir mal hier weiter buddeln. Irgendwo werden wir hier, denke ich mal, dann noch auf Fichte stoßen. Ich weiß, das habe ich da hinten schon gesagt, und dann sind wir auf die Helden gestoßen und dann habe ich es da sagen wollen und habe dann gesehen, oh, da ist eine Goldmine. Aber trotzdem. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Okay. Gebt mir Befehle! Gut, dann würde ich sagen, lass mal alle hier hin. Und bitte Konzentration auf die Novize. Klappt ja gut. Naja. Nichts Dramatisches. Solange ein Skelett lebt, bleibt der komplette. Bleiben alle. Sie bekommen alle Erfahrung, das würde ich sagen. Gleiches gilt für die Zombies. Hört ihr dieses mahlende Geräusch? Das ist ein Riesenwurm, der sich durch den Untergrund frisst. Mhm. Das sind mittlerweile zwei Riesenwürmer. Okay, wollt ihr euch vielleicht erstmal mal ausräumen? Ich weiß, ich könnte theoretisch mal da mit Zaubern um mich schmeißen. Denk mir dann aber, ich hab die Zauber noch gar nicht. Das will ich. Dann würde ich gerne eigentlich auf die Eisenpelze sparen. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist zweimal. Was? Ach, ne? Ja. 4x8er. So, bauen wir da. Entsprechend. Ins rein. Und holen uns endlich mal Schnotterlinge. Meine Güte. Oh, kann ich es nicht nochmal vergessen. Den Zahltag kriegen wir auch schon rechtzeitig das Gold für. Dann. Ja. Und auf Eispilz, genau. Das war der Plan. Könnte mal ein bisschen schneller sterben hier. Weil, ne, der Vorteil ist natürlich, dass die Helden immer prozentual Leben verlieren. Sprich, jeder Held ist gleich lang hier drin. Und so eine Diebin, die wesentlich mehr Leben hat als eine einfache Novizin oder so, die gammelt da nicht 5 Jahre drin rum. Das ist schon ganz angenehm. Steht. Bauen wir jetzt aber noch warum nicht drauf, weil wegen zu teuer. Blöd. Zahltag. Und deshalb. Hier baut mir hier schön das Mana ab. Brave Schnörlinge. Gerne trotzdem mal. Oh yeah! Aus Menü. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Pfui, Spinnen. Ah, gut. Das ist nicht so dramatisch. Dann haben wir mittlerweile das Gold, um mal die Halle der Entspannung zu bauen. Denn unsere Dämonen verlangen mittlerweile auch schon danach. Sehr schön. Ihr wollt euch zwar eigentlich verdientermaßen auch ausruhen. Nichtsdestotrotz gibt es da noch was zu töten.
können sich meine Dämonen dann auch gleich grad ausruhen. Ich brauche demnächst irgendwann mal Tempel, wobei der gerade noch Zeit. Ein bisschen zumindest. So. Kuchen. Werden. Das klingt voll richtig. Dann würde ich aber trotzdem gerne bei Zeiten, wenn die Leute hier mal wieder regeneriert sind, an die Oberfläche gehen. Dass ich Geld kriege. Das gefällt mir. Zumindest schon mal die dritte Goldquelle. Na gut. Denk mal, nach dem nächsten Zahltag werde ich unsere Truppen noch ein bisschen aufstocken. Die sind mittlerweile alle tot. Okay, das heißt, da kommt keine Bösartigkeit mehr her. Aber da zumindest noch ein bisschen. Was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen noch auf jeden Fall die Arena. Klar. Das unheimliche Labor müssen wir noch bauen. Den Tempel, wobei der kommt halt eh hier hin. Das kennen wir ja schon. Und das müsste es eigentlich dann auch schon. Moment. Ach ja, genau, die Tüftlerhöhle müssen wir natürlich auch noch bauen. Und das Lektorium. Genau. So, gucken wir mal. Bauen wir denn mal die Tüftlerhöhle hin? Die sollte natürlich. Na gut. Und vielleicht einfach mal. Dann können die davon. Ich meine, ja, es ist entsprechend nicht schön nah an den. An dem Versteck der Horde, aber es ist nah an den Kisten. Was eigentlich sogar noch wesentlich wichtiger ist. Die Tüftlerhöhle sollte ich dann auch entsprechend mal erforschen. Nämliches Labor brauchen wir noch Platz für. Das theoretisch hier oben noch hinbuddeln? Nee. Das werden wir. Ja, es braucht ja vor allem Mana und Werkzeugkisten, ne? Das heißt, ich baue es am besten hier hin. So. Ich bin übrigens überrascht, dass wir immer noch nicht wieder auf irgendwelche von diesen komischen Viechern gestoßen sind. Dafür aber auf Spinnen und Helden und Würmer. Wenn ich zahlt habe, nee, das ist gleich erst. Das Labor dahin. Mit Mystifizierium. Mit der Entspannung haben wir. Das haben wir das aber das von ihm noch. Moment, halt, stopp, halt. Zahltag. Das war der falsche Raum, den ich da rein wollte gerade. Das war doof. Das umtriebige Böse hatte einen der Runensteine im Untergrund ausgegraben. Sehr schön.
Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, und die kommen uns gleich. Kommen wir uns jetzt direkt. So. Auch dahin. Und. Durch. So, Portalsplitterstein. Zwei Runensteine mussten noch platziert werden, um das Portal öffnen zu können. Das sollte ja wirklich kein Problem für uns sein. Los, den Untergrund durchforsten. Ich sagte durchforsten, nicht aufforsten, ihr Dödel. Das gut zielende Böse hatte den ersten Runenstein in seinen Sockel geworfen. Erstaunlich gute Leistung, das hätte nicht jeder hinbekommen. Also nicht jeder, der unter 12 Monaten alt ist. Hier mal schön das Gold noch mit abbauen. Und dieser Raum hier schön geschmückt ist. Das ist schon mal ein Ausläufer. Und die anderen beiden werden wir wahrscheinlich hinter irgendwelchen Granitwänden aktuell nicht finden können, weil wir dafür die anderen Eingänge brauchen. So. Soweit gut. Ich würde vorschlagen, aktuell können wir nichts weiter machen. Nochmal an die Luftbereich. Gut, ja, ich habe meine Untoten sich noch ein bisschen regenerieren lassen können, aber wollte ich jetzt auch nicht. Nicht hier überhaupt hoch. Zip durch. Wahrscheinlich nicht. Nö. Das ist ein Arsch. Gefährliche Ranken wucherten in Windeseile aus dem Boden und griffen nach den Kreaturen. Oh, die Ranken. Ich meine, ja, ich kann sie größtenteils ignorieren. Das werde ich auch zu einem gewissen Teil immer machen. Aber die geben halt auch 50 Bösartigkeit. Und das Feinde ist nicht sind verkehrt. In den Dungeon eingedrungen. Das wiederum ist echt krass. Und dann bitte abwerfen. So. Die Bösartigkeit können wir ausgeben. Dafür ein bisschen. Dafür auch gleich. Ist schon Mensch gestorben. Ich sterbe auch gefühlt echt wie die Fliegen. Na komm. Och. Das stört mich jetzt, dass der Ork da gestorben ist. Ich muss noch einen Raum für die Folterkammer parat halten. Viele Räume noch zu füllen. Noch eine Goldquelle. Das ist einfach schön groß. Wir dann das hier mal wieder zumachen können. Ich bräuchte das hier auch nicht. Und der letzte da fallen sehr schön. Gut.
rumbuddeln. Wo kann ich denn... Achso, weil das ist Kerker zählt, ihr wollt mich da verarschen. Es ist Zahltag. So gesehen war das gar nicht so doof. Ich nehme mich jetzt mal noch ein bisschen breiter, dann sieht das hier unten nicht so mickrig aus. Ich bin schneller als du. Ich brauche... leider Vampire. Muss man Platz fürs Lektorium bauen. Ich hätte ihn da unten hinbauen können, ich Idiot. Das Lektorium braucht auch einen 3x3 Raum, ne? Das spatenschwingende Böse hatte im Untergrund einen Raum mit ein paar Helden entdeckt. Was auch immer die da zu suchen hatten. Das ist nicht so cool. Das abschmeißen erstmal. Gleich ist Baum hier. Groß. Schon ganz gut voran, ne? Das Lektorium soll ich kommen. Braucht man einen größeren Platz für die Arena. Da auch mal wieder ein paar mehr Kreaturen trainieren lassen kann. Das Ding hier eigentlich ganz egal. Übertreiben wir es mal. Jetzt gehen wir bis 21 da oben, ne? Dann sind das jetzt 20, 21. Schön große Arena, theoretisch jeder trainieren kann. In 21 sind 7, wären 14 Geräte und gleichzeitig trainieren. Ich glaube, das reicht. Wir haben ja unser Arcanium. Das heißt, wir können auch mal... Gut, dann halt erstmal mehr Skelette holen. Würde ich gerne mal rauszubringen. Ranken krochen aus dem Boden hervor und griffen die Kreaturen an. Ranken sind. Schade.
Gut, gebe auch nicht schlechte Erfahrung, aber das sind es immer nur 10 Bösartigkeit. Das ist so ein komischer Pilz. Ich bin mal gespannt, was der auslöst. Mal den gleich mal benutzen. Der steht nicht mehr auf. Das will ich auch für dich hoffen, Talia. Aua! Das Gute wird fallen. Und jetzt einmal das Pilz zerlegen. Bin auch gespannt, was das jetzt triggert. Okay. Ranken krochen aus dem Boden hervor. Ja, und das jetzt die Kreaturen ja, an. Ich noch mal so ein Pilz. Sehr schön. Das gefällt mir nicht. Shit, was da steht. Es ist Zahltag. Ganz ehrlich, das reicht, aber ich hätte jetzt da oben. Helden wollen eine eurer Bösartigkeitsinseln angreifen. Ich werde mir gleich da oben ein Portal hinstellen. Das sind ziemlich viele Heiler. Shit. Das ist so viele Heiler zu haben. Also wenn die Gegner so viele Heiler haben. Lauft, lauft. Jetzt habe ich ein paar von denen da mal abgezogen, ne? Dann machen wir das hier mal schnell alles kaputt. Ich denke mal fast, es wird auch intelligenter sein, wenn ich dann einfach den Außenposten nachher kaputt mache, aber ich werde jetzt trotzdem erstmal noch ein Portal hier hinstellen. Gefährliche Ranken wucherten in Windeseile aus dem Boden und griffen nach den Kreaturen. Passiert. Mich gerade nicht. Den mit der Wurzel zerstört hat, können wir nach Hause gehen. Und ich muss. So. Eigentlich würde ich auch gleich schon die Pause, die Folge beenden für heute. Aber. Das Portal wird zwar wahrscheinlich dann bald von den Ranken zerlegt, aber das ist mir jetzt gerade egal. Ich wollte meinen Quatsch nicht als Mana, sondern Kanium einfach vergrößern. Dann können wir mal hier planen. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 2, ach komm. Ne, 2. Sukubi reichen. Ich meine, ich habe noch nicht mal die Sukubi freigeschaltet.
So, jetzt schon, aber ja, das gerade hatte ich sie noch nicht freigeschaltet. Ich würde gerne einfach mal ein paar Türen in Auftrag geben. Damit meine Räume mal wieder ein bisschen besser funktionieren hier. So, da kann ich schon mal eine reinsetzen. Da brauche ich auf jeden Fall eine stärkere Tür. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Sollte eigentlich alles versorgt sein mit Türen. Hier gibt noch Keks. Alter, Fett. Schon wieder drei Heiler. So, jetzt ist nur noch einer. Die müssen abgelenkt. Und dann ist alles gut. Dann möchte ich bitte das hier schon mal leer haben. Ich muss noch Türen bauen. Ja, eigentlich brauche ich die Tür nicht, damit ich das hier einfach wieder zuschütten kann. Oben sehe ich gerade noch eine Goldquelle. Da brauche ich noch dann mal so ein paar Sachen mit besseren Türen. Ja, glaube ich, ja, hier ist die Tresortür erst drin. Die will ich haben. Aber gut. Schön. So, wir haben zwei Trupps Skelette, aber immer noch mal ein Trupp zum nächsten. Das heißt, wir nehmen uns mal vier Leutchen und werfen die einfach auf den Friedhof. Noch eine Goldquelle. Okay, nur die ist. Die kriege ich nicht von hier aus, die haben wir schon was dran. Daraus dran. Hm, das ist glaube ich eher eine von den Sachen, die wir, ja, haben wir dann gleich erst raus. Halten die dann noch frei. Sehr schön. Auch mehr Bösartigkeit. Übrigens, unser Portal wurde zerstört, wie ich es befürchtet habe.
Ich hätte gerne mehr Kreaturen. So, ich werde auch noch einmal mir zwei Orks holen. Ork. Akrien? So, keine neuen Ranken. Gefährliche Ranken wucherten in Windeseile aus dem Boden und griffen nach den Kreaturen. Ich wollte schon sagen, jetzt habe ich hier keine Auftauchen. Wundert mich natürlich, dass hier der Pilz schon weg ist. Gefährliche Ranken wucherten in Windeseile aus dem Boden und griffen nach den Kreaturen. Die Viecher geben aber leider auch echt wenig Erfahrung. Das, ja. Sie geben Erfahrung, aber es ist nicht lohnenswert. Es ist echt nicht viel, was die geben. Wäre natürlich meine klassische Importe sehr geil. So, jetzt einfach schnell den Außenposten zerlegen. Vielleicht nehme ich die Kanonentürme auch zusammen. Und ich bin glücklich. Von den Skeletten lebt noch einer. Ein neuer Außenposten steht euch zur Verfügung. Da ist auch der Weg wieder zurück in den Dungeon. Und wir uns den doch auch schon mal. Hey, das ist doch ein weiterer Dungeon-Eingang. Wunderbar. Da finden wir sicher einen dieser Runensteine. Ich spüre. Vielleicht hast du gehört, dass ich das vorhin erwähnt habe. Ach was. Dazu müsste ich dir ja mal vernünftig zuhören. Im Ernst, du laberst so viel die ganze Zeit, da schaltet man immer nach der Hälfte ab. Das nächste Mal werfe ich dir keine Bären vor die Füße, sondern ausgewachsene Drachen. Ich bin nicht gut. Aber wir haben hier. Es ist Zahltag. Schön große Goldquelle. Wir müssen natürlich jetzt erstmal durchkommen. Wahrscheinlich, wenn das Ding kaputt geht, kann man. Wo hält die auch gerade so viel aus? Eigentlich. Ich weiß gerade, ob das eine Blitz mit nackig sein soll. Oder ist eine Anspielung an Nagash sein soll. Wobei dann wäre er definitiv kein Ork. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Meisterwaldlaufen ist nicht cool.
auf jeden Fall mal eine. Eigentlich die beiden Statuen aktuell eher als die Statue der Horde, weil ganz ehrlich, wir haben kein Problem mit Gold. Sollen sie halt ihren Sold fordern. Ist dann halt so, ne? So, jetzt dürft ihr Zahltag und euch ausruhen und alles. Ich würde sagen, wir machen für diese Folge Schluss und in der nächsten gucken wir. Ich werde jetzt den Dungeon, wie gesagt, halt wie immer ein bisschen weiterlaufen lassen, dass wir immer Bösartigkeit haben, genug. Werde dann schon mal ein Holzchen Auftrag geben. Dann denke ich, werden auch die meisten Türen mittlerweile gebaut sein. Und dann. Wir mal jetzt zum nächsten Artefakt, das holen wir uns dann natürlich auch, aber wie gesagt, dann alles erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns. Bis dahin, bis nachher. Ciao, Freunde.